Hallo meine Lieben. Ja, ich habe mal wieder gespült und mal wieder hatte ich irgendwelche Gedankengänge, die jetzt auf ein Video müssen oder in ein Video. Ich hoffe mal, das klappt so jetzt vom Licht ganz gut. Ja, ich weiß aber noch gar nicht, wie ich anfange. Ich weiß nur, was drin vorkommen soll. Und zwar, glaube ich, möchte ich jetzt so zwei Themen so ein bisschen kombinieren. Ja, Yoda, darfst auch mal wieder Hallo sagen. Hallo. Warst lang nicht mehr in einem Video, gell? Und zwar habe ich ja jetzt ein Video gemacht gehabt, einen Monolog im Dunkeln über das Thema Anhaftung an Worte und dass wir Worte eigentlich viel zu wichtig nehmen. Und ich habe dann auch anhand der Kommentare teilweise gesehen, dass ja wirklich Worten eigentlich viel zu viel Macht zugesprochen wird. Aber da komme ich dann gleich noch zu. Und ich möchte das eigentlich kombinieren mit diesem Thema, dass wir unseren Wert, unseren Selbstwert von anderen Menschen abhängig machen. Nämlich davon, was andere Menschen über uns sagen. Quasi, was andere über uns denken, aber was wir halt dann auch mitbekommen. Und da ja, kam mir gerade beim Spüren so ein Beispiel. Ja, zwei Beispiele. Ich finde es ganz gut, so mal so einen Prominenten oder einen Star als Beispiel zu nehmen. Vielleicht am besten noch irgendjemanden, der extrem polarisiert, wobei das eigentlich egal ist. Egal um welchen Prominenten oder Star es gibt. Es gibt ganz viele Leute, die den total toll finden oder sie total toll finden, also diesen Star total toll finden und ja, weiß nicht, entweder was er macht oder das Aussehen oder was auch immer, aber auf jeden Fall die Person toll finden. Und dann gibt es aber auch ganz, ganz viele Menschen, die diese Person ganz, 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 ganz schrecklich finden. Und dann gibt es noch die breite Masse, die da neutral zusteht. Und jetzt ist halt so die Frage, okay, wer hat denn recht? Haben die recht, die ihn toll finden? Oder haben die recht, die ihn scheiße finden? Wenn du die einen fragst, haben sie recht. Wenn du die anderen fragst, haben die recht. Ja, wer hat recht? Oder sagen wir mal, du hast eine gute Freundin, einen guten Freund oder vielleicht Bruder, Schwester, eine Person, die du sehr, sehr gerne magst. Und du wirst bestimmt auch irgendjemanden kennen, der diese Person nicht mag. Ja, wer davon hat recht? Und natürlich, wenn deine Freundin zum Beispiel, eine gute Freundin zu dir sagen würde, oh, es geht mir schlecht, weil der und der mag mich nicht, dann würdest du doch auch eher sagen, hey, aber ich mag dich doch. Ja, ist doch egal, was der denkt. Hier, es gibt hier einen Menschen, der dich mag und du selbst musst dich doch auch mögen. Aber bei uns selbst kommen wir zu diesem Ansatz irgendwie ziemlich selten. Da ist es uns viel, da uns tut es uns viel mehr weh, die Menschen, die uns nicht mögen, und die anderen fallen irgendwie weniger für uns ins Gewicht. Also wer hat denn eigentlich recht? Eigentlich darfst nur du dich beurteilen. Eigentlich wirklich bist du der einzige Mensch, der dich ja quasi wirklich kennt und jede Sekunde von dem miterlebt und dadurch quasi selber beurteilen kann, nur, ja, bin ich eigentlich toll oder bin ich nicht toll? Und um diese Beurteilung auch wirklich machen zu können, musst du sehr bewusst und achtsam werden. Dich wirklich kennenlernen. Nicht nur das, was du eigentlich nach außen vorgibst zu sein. Viele kennen von sich eigentlich auch nur das, was andere von ihnen kennen, ja. Aber je bewusster und je achtsamer du wirst und je mehr du dich kennenlernst, desto mehr wirst du dann auch erkennen, dass diese Beurteilung eigentlich gar nicht wichtig ist. Weil im Prinzip ist ja erstmal alles. Und es gibt erstmal kein Gut, Schlecht. Und wenn wir uns näher kennenlernen, dann verändern wir uns auch. Und dann sehen wir auch, dass das, was unser Wesenskern ist. Und dann gibt es da eigentlich nichts mehr, was irgendwie schlecht ist oder schlimm ist. Es gibt höchstens noch Dinge, wo wir vielleicht merken, dass sie nicht zu uns gehören. Und dann fangen wir an, sie loszulassen. Aber diese Beurteilung wird immer weniger. Und auch die Beurteilung von anderen verändert sich ganz stark. Und natürlich haben Worte in unserer Gesellschaft noch sehr, sehr viel Macht. Aber es gibt viel in der Gesellschaft, was vielleicht nicht so ganz richtig läuft, was geändert werden kann, soll, muss. Und das ist dann, nur weil es für die Gesellschaft Worte ganz, ganz gravierend sind, heißt es nicht, dass man ja auch selber die Anhaftung daran so halten muss. Und vor allem nicht, wenn es darum geht, ja, sich seinen Wert über Worte definieren zu lassen. Sich sagen zu lassen, ob man gut oder schlecht ist.
Es ist wirklich ganz wichtig, das selbst herauszufinden. Herauszufinden, hey, bin ich eigentlich ein guter Mensch? Und wenn ich finde, dass ich kein guter Mensch bin, wie kann ich denn für mich ein guter Mensch sein? Oder was hindert mich daran? Oder warum bin ich für mich kein guter Mensch? Oder wenn andere stolz auf einen sein sollen, wenn man Arbeit macht, damit man gesagt bekommt, hey, sei bitte stolz auf mich, habe ich ganz lang gemacht. Und dann aber zu erkennen, wenn ich erstmal anfange, selber stolz auf meine Arbeit zu sein, dann brauche ich diese Bestätigung von niemand anderem mehr. Natürlich ist es schön, wenn man Komplimente bekommt oder wenn andere Menschen einen mögen. Ja, natürlich ist es was Schönes, aber man sollte sich nicht davon abhängig machen. Finde dich selber und finde heraus, wie toll du bist. Fang an, dich selber zu lieben. Fang an, stolz auf dich zu sein. Sei. Und erlebe, was das heißt. Bis zum nächsten Video.